Андрей Верба. Падмасана. Лотоссitz. Kurz gesagt, ich werde erzählen, für wen und wofür Padmasana notwendig ist. Es ist notwendig für jene Leute, die versuchen, in ihrer inneren Welt aufzuräumen. In alten Zeiten war das gesamte Hatha-Yoga darauf ausgerichtet, sicherzustellen, dass eine Person mit einem geraden Rücken sitzen und sich wohlfühlen konnte. Was denken Sie? Warum mit einem geraden Rücken? Warum nicht mit gekrümmten? Damit die Energie nach oben steigt. Um die Energie zu sublimieren und sie nach oben zu heben. Richtig. Ein gerader Rücken ermöglicht es Ihnen, Energie zum Kopf zu heben. Aber es gibt bestimmte Praktiken für Krieger, die darüber sprechen, sich auf das zweite Chakra zu konzentrieren. Warum sammeln Krieger dort Lebensenergie? Um zu kämpfen, zu gewinnen, ihre Ambitionen zu verwirklichen und so weiter. Aber Yoga versucht im Gegenteil, sie so hoch wie möglich zu heben, zu den oberen Chakren. Je höher du bist, desto ruhiger wirst du auf Ereignisse reagieren und richtige Schlüsse ziehen. Je höher dein Energieniveau ist, desto höher ist die Ebene des Bewusstseins, desto adäquater wirst du jede Realität wahrnehmen. Stell dir vor, der Krieger, der eine Menge Lebensenergie im Hara angesammelt hat, hat ein Problem. Was denkst du, wie er es löst? Mit Kraft. Natürlich wird das Brecheisen das Problem lösen. Leider führt das Brecheisen, das sie verwenden, nicht immer zu positiven Ergebnissen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Kshatriyas einen sehr großen Prozentsatz an Fehlern aufweisen. Das heißt, viele Probleme treten nach der Verwendung ihrer Methoden auf. Ich werde ein primitives Beispiel anführen. Familie, Küche, Ehemann und Ehefrau, eine Art Zwietracht kam zu ihnen. Dem Mann gefällt das eine nicht, der Frau das andere. Ein Wort gab das andere, ein Konflikt entsteht. Während der Zwietracht kann alles passieren. Leider sind die Statistiken der Morde hoch. Sie wissen, dass die häufigste Mordwaffe ein Küchenmesser ist. Menschen töten sich mit improvisierten Mitteln wegen der Gefühle, die sie haben. Если бы у человека в этот момент было другое качество энергии, вполне возможно, он бы не совершил то, что ему приходится совершать. Логика понятна? Und mit Hilfe von Yoga kannst du die Energie erhöhen und du wirst Konflikte auf einer anderen Ebene betrachten. Stellen Sie sich vor, zwei Yogis in der Küche. Streit kommt zu ihnen. Das ist die Energie, die ihnen versucht, einen Streich zu spielen. Und zwischen ihnen gibt es einen Streit. Ich erinnere mich nicht genau, wo ich das gelesen habe, dass in der Familie von Yogananda Paramahansa die schrecklichste Bestrafung war, wenn dem Kind irgendeine Redewendung gesagt wurde. Sie hatten eine andere Lebensqualität in ihrer Familie, das höchste Niveau. Alle Konflikte, alle Streitigkeiten, alle auftretenden Probleme wurden diplomatisch gelöst. Also, was ist Padmasana und wie funktioniert sie auf der Energieebene? Die klassische Padmasana, wenn die Füße über den Oberschenkeln liegen. Dies ist notwendig, damit der Panavayu-Energiestrom, der nach unten geht, zum Stillstand kommt. Wenn du in der Siddhasana sitzt und ein Bein gegen den Oberschenkel drückt, ist das andere Bein unter dem ersten Bein. Dann wirst du in dem einen Bein Apanavayo haben, in dem anderen wirst du es abdecken. Wenn eine Person ihren Karma nach große Oberschenkel hat, wie die meisten Krieger, oder wenn der Körper generell groß ist, dann kann eine Person ihre Füße nur auf die Waden legen. Bis zum Oberschenkel reicht sein Bein nicht.
Das lässt sich auch ändern. Nach und nach wird alles weggehen. Das ist normal. Dementsprechend, wenn du gelernt hast, in der Padmasana zu sitzen und zu versuchen, die Apanavayo-Energie auf diese Weise zu kontrollieren, findet Energiekontrolle tatsächlich statt. Es gibt spezielle Pranayamas, die darauf abzielen, Energie in die Sushumna zu befördern. Dies ist eine echte Praxis, die gelinde gesagt nicht üblich ist, im Himalaya verwendet wird und eine klassische Padmasana erfordert. Ohne sie können sie keine Pranayama machen. Ohne die richtige Padmasana kann man die Energie nicht in die Sushumna richten. Warum? Denn mit bestimmten Pranayamas müssen sie die beiden Energiekanäle mit ihren Fersen zudrücken. Damit die Energie von Ida und Pingala aufhört zu fließen, wird die gesamte Energie von unten über die Sushumna gehen. Sushumna ist der zentrale Kanal, sozusagen der beste. Pingala ist verantwortlich für die Idee von Rajas. Eine Person, die Energie in der Pingala hat, unterliegt Rajas. Genau dazu passt der Streit in der Küche. Wenn Leute sich in der Küche treffen und herumstreiten, ist es Rajas. Sie verspritzen die Energie und schütteln sich gegenseitig die Nerven. Wenn eine Person das Leben verprasst, ist dies Unwissenheit. Seine Energie ist in der Ida, im anderen Kanal. Die Energie der Unwissenheit lässt eine Person absurde Dinge tun. Nur wenn eine Person in der Sushumna die Energie sammeln kann, kann sie die Realität mehr oder weniger adäquat betrachten. Kehren wir zum praktischen Teil zurück. Für die Sublimierung von Energie in bestimmten Pranayamas ist gerade solch eine Padmasana notwendig, um die Energie so schnell wie möglich nach oben zu bringen. Ich werde ein Beispiel geben. Eine Person hat angenommen eine klassische Padmasana und die andere hat sie nicht. Beide praktizieren irgendeine Pranayama zur Sublimierung von Energie. Übrigens, wie verstehen Sie den Ausdruck Sublimierung der Energie? Umwandlung der Energie? Akkumulation von Energie an einem bestimmten Ort? Eine Konvertierung. Eine Konvertierung ist eine Änderung oder Umwandlung von einem Zustand in einen anderen. Erinnern Sie sich, wir haben über die graubraun-himbeerfarbige Energie gesprochen, die in Ihrer Aura erscheinen kann, welche nach einer Weile Ihre Bewusstseinsarbeit beeinflussen wird. Wieder einmal gibt es zwei Leute. Einer hat lange ferngesehen und wurde mit Chips Gehirn gewaschen. Er weiß, dass Chips völlig böse und schädliche Nahrungsmittel sind. Dies wurde bereits bewiesen. Aber der Mensch ist schon von Chips abhängig und kann aus verschiedenen Gründen nicht davon loskommen. Er kommuniziert mit einem Menschen, der nichts mit Chips zu tun hat. Aber sie haben Energien ausgetauscht. Wissen Sie, was mit dem passieren wird, der noch nie etwas über Chips gehört hat? Er wird Chips essen wollen. Ja, er wird Chips im Laden kaufen wollen. So gemein arbeitet die Werbung. Das heißt, wenn in der Gesellschaft ein Teil der Bevölkerung mit etwas Gehirn gewaschen wird, wird dieser gehirngewaschene Teil der Bevölkerung diese gehirngewaschenen Motivationen an diejenigen Menschen verbreiten, die nie fernsehen. Das Konzept der Konvertierung ist also ein Prozess, bei dem eine Person durch ihre eigene Praxis Energie von einer Ebene auf eine andere überträgt. Das heißt, die Schwingung oder die Farbe dieser Energie verändert. Dies ist durch eigene Praxis möglich. Das ist das grundlegende Konzept, warum die Padmasana notwendig ist. Wenn wir das Beispiel zweier Menschen betrachten, von denen einer die Padmasana hat und der andere nicht, dann wird er in der Padmasana weniger Zeit brauchen, um die graubraun-himbeerfarbige Energie, die er in sein Leben gebracht hat, zu konvertieren. Derjenige ohne Padmasana wird mehr oder länger praktizieren müssen, wenn er es überhaupt tun wird. Denn in der Gegenwart von Apanavayo ist es sehr schwierig, sich zu zwingen, irgendetwas zu tun.
Dhyapanavayu wird das Bewusstsein nach unten ziehen und mit der Person das machen, was sie machen möchte. Die Padmasana ist ein physiologisch gesehen schnellerer Weg, um an sich zu arbeiten. Deshalb wird danach gestrebt. Es gibt spezielle Übungseinheiten zum Öffnen der Hüftgelenke und zur Kontrolle der eigenen Apanavayu. Aber meine Erfahrung sagt, dass wenn Sie eine mehr oder weniger ausgeglichene Übungsreihe von verschiedenen Asanas durchführen, früher oder später die Hüften sich öffnen werden. То есть, если вы выполняете более-менее адекватный набор асан, ну, разнообразный, не только там 27 асан и все, и больше ни одной больше, то есть, то если вы будете разнообразие асан выполнять, а все равно рано или поздно бедра будут раскрываться, это как бы нормально совершенно. Итак, мы поговорили, для чего необходимо подмасана. Пристроим к этому же ролику комплекс, который позволит выполнять. Какие у вас вопросы еще есть? Was ist Dhyapanavayu? Eine graue Energie. Sie ist nicht schlecht. Es gibt nichts Schlechtes in dieser Welt. Die Frage ist nur, wie Menschen diese Energie nutzen. Eine Person geht zum Beispiel nur auf die Toilette, weil sie Apanavayu hat. Kürzlich erhielt ich einen Anruf von einem Arzt und laut diesem Arzt gibt es weltweit eine Krankheit, Harninkontinenz, die ein enormes Problem darstellt. Wir haben mit ihm gesprochen und diese Person macht Yoga. Ich sagte ihm, verstehst du, dass das Problem nicht in der Physiologie liegt? All diese funktionellen Störungen der Muskeln, die Wirkung von Bakterien. Er erklärt seinen physiologischen Standpunkt und ich sage ihm, dass das ganze Problem tatsächlich woanders liegt. Eine Person hat starke Apanavayu-Energie, sie zieht alles herunter. Daher ist es besser, in Harmonie mit der Apanavayu zu sein. Ist sie auch für Wünsche verantwortlich? Hier ist es komplizierter. Für Wünsche sind viele Komponenten verantwortlich, aber für die niederen Wünsche ist die Apanavayu verantwortlich. Wenn, sagen wir, das Verlangen da ist, jemanden zu verprügeln oder sich sexuell zu amüsieren, ist es die Apanavayu. Das Bewusstsein sinkt, das Chakra wird aktiviert. Die Svadhisthana Chakra. Zusammen mit der Svadhisthana Chakra. Die Svadhisthana Chakra selbst ist neutral. Und wenn eine Person keine starke Apanavayu hat, wird sie die Svadhisthana Chakra zum Nutzen der Welt benutzen. Das Zusammenspiel von Chakra und Energie ist notwendig und eben das führt zu einer Reaktion. Aber in der modernen Welt wird dem Menschen beigebracht, nach den drei unteren Chakren zu leben. Essen, schlafen, sich verteidigen und sich vermehren. Sich verteidigen ist die Mooladhara Chakra, sexuelles Verlangen ist Svadhisthana Chakra und Nahrungsaufnahme ist Manipura Chakra. Die meisten Filme, die in den Köpfen der Menschen eingeflößt werden, handeln von niederen Dingen. Filme über Patriotismus, Patriotismus ist die Anahata Chakra, und über irgendwelche erhabenen Dinge gibt es so gut wie nicht. In den letzten 100 Jahren begann man die Menschen von unserem Planeten sehr grausam zu entsittlichen. Zuvor war die Bevölkerung der Erde keuscher, bewusster und gewissenhafter. Als die Demokratie anfing, diesen Planeten zu erobern, entstand als erstes Unzucht, Gier, Konsum, Bereicherung und so weiter. Ну, то есть, понимаете, о чем я говорю?
Это именно три чакры. И представьте, что общество, в которое инсталируются такие негативные вещи. Как это будет влиять? Zum Beispiel in Russland ist die Zahl der Sexualverbrechen an Kindern in den letzten 20 Jahren um das Zehnfache gestiegen. Denken Sie, das kommt einfach so? Nichts dergleichen. Pornografie, Unzucht, das Aufzwingen bestimmter Motivationen sind schuld. Warum dieses ganze soziale Zeug, dem viele Leute nicht gerne zuhören? Ohne die bestehenden sozialen Probleme zu kennen, kann man nicht verstehen, warum es so schwierig ist, in der Gesellschaft Yoga zu praktizieren. Nur weil es eine Menge unzüchtiger Energie gibt, ist es sehr schwierig, positive Energie zu sammeln, zu sublimieren und nach oben zu bringen. Die Massenmedien, das Fernsehen und das Internet entsittlichen die Menschen. Da tauchen Helden auf, die mit Hilfe ihrer eigenen Praktiken versuchen, diese Lawine zu stoppen. Aber die Kräfte sind ungleich. Große Anstrengungen werden unternommen, um die Menschen zu degradieren. Deshalb stoßen Menschen, die in der Gesellschaft versuchen, bewusst zu leben und Yoga zu praktizieren, auf Hindernisse. Das ist miteinander verbunden. Auf einem mehr oder weniger perfekten Planeten ist es viel einfacher, Yoga zu praktizieren. Es gibt Planeten, ganze Welten, wo der gesunde Menschenverstand die Norm ist, wo Seltsamkeiten eine Abweichung von dem klaren Verstand sind. Und was sind das für globale Kräfte, die eine negative Auswirkung haben, und woher haben sie solche Macht, dass sie solchen Schaden anrichten können? Sie schaden nicht, sie tun nur, was sie in unserer Zeit, im Zeitalter des Kali-Yuga, tun sollen. Das Problem liegt nicht darin, wer schuld ist. Das Problem ist in uns, in allen Menschen, und wenn die Menschen so leben, wie sie leben, dann haben sie das Karma, das alles zu erfahren. Das heißt, Menschen haben sich selbst solche Probleme geschaffen. Solange sich die Menschen nicht innerlich verändern, können sie die gegenwärtige Situation auf dem Planeten nicht verändern. Schließlich formt die Gesellschaft Konsumenten und senkt dadurch das mögliche Niveau. Das heißt, wenn Menschen zu Schöpfern und Machern geformt werden, wenn man ihnen Informationen gibt, Dinge erklärt und sie trainiert, dann wird das Niveau der Gesellschaft viel höher sein. Aber eine solche Gesellschaft ist schwieriger zu kontrollieren. Ich stimme völlig zu, so ist es. Jeder Konsument, wenn er konsumieren will, wird früher oder später einen Kredit aufnehmen. Die meisten Länder, die sogenannte entwickelte westliche Gesellschaft, leben auf Kredit, also 95%. Und 5 oder 3% kontrollieren diesen Prozess und leben auf anderen Grundlagen. Hier passiert das Gleiche. Heutzutage wird die Gesellschaft vom Standpunkt sehr unterschiedlicher Konzepte und Paradigmen aus geformt. Was am Ende herauskommt, wir dürfen uns schneller selbst entwickeln und wir müssen dies tun, um dann die anderen in ein normales Leben zu ziehen, zu einem normalen Weg der Entwicklung und ihnen helfen. Der Begriff ziehen ist nicht ganz korrekt, helfen auch nicht. Tatsache ist, dass, wenn Sie sich selbst in einem guten Energiezustand halten, das automatisch eine positive Auswirkung auf die Welt um Sie herum haben wird. Wenn Sie Nüchternheit haben, wenn Sie bewusst sind, werden Sie andere Menschen, die getrübt sind, positiv beeinflussen. Die einzige Frage ist, ob Sie den Mut und die Kraft dazu haben.
Скорее всего, мы не записывали это, когда я вам рассказывал пример про Будду. Я еще раз тогда расскажу на камеру, чтобы это записать. Hier ist das Beispiel von Buddha passend, der sich für 3 Monate im Jahr in die eigene Praxis zurückzog. Ein Mensch, der die Welt um ihn herum unglaublich beeinflussen konnte, der unglaubliche Fähigkeiten besaß, aber dennoch, um in der Gesellschaft zu überleben, immer seine Energie auf dem richtigen Niveau halten musste. Ohne das ist es unmöglich. Und meine Erfahrung zeigt, dass jene Menschen, die nach dem Prinzip dem Bösen ein Diener, dem Guten ein Freund versuchen zu leben, sich nicht entwickeln. Nehmen wir an, es gibt einen Yogi, der Asanas ausführt, aber in Wirklichkeit ein gewöhnlicher Konsument ist, der Süßes isst und seine Begierden befriedigt. Es gibt eine Menge solcher, das versichere ich Ihnen. Solch eine Person wird leider im besten Fall auf dem Niveau der Asanas bleiben. Wenn er auf der ersten Stufe versucht, seine Begierden zu kontrollieren, wird er entweder scheitern oder es wird sehr schwierig und anstrengend für ihn sein. Bezüglich der Padmasana und der Menschen, auf die Dhyapanavaya nicht mehr so stark wirkt, und gewöhnliche Menschen, bei denen die graue Energie sich nach unten bewegt, wenn sie in die Gesellschaft von Menschen mit heller Aura eintreten, hat die Energie keine andere Wahl, als zu sublimieren und aufzusteigen. Es beginnen solche Prozesse. Viele zum Beispiel schlafen bei den Vorträgen ein. Auch bei mir selbst habe ich das beobachtet. Dies deutet darauf hin, dass irgendwie die persönliche Energie des Körpers hohen Vibrationen widerstrebt. Um ehrlich zu sein, kann ich es nicht sagen, weil verschiedene Menschen immer unterschiedliche Gründe haben, warum sie einschlafen. Meistens schlummern sie während der Vorträge nicht wegen der Apanavayo, sondern wenn der Referent mehr oder weniger adäquat ist, dann ist er schon jenseits der Grenzen des Bewusstseins, tiefer im Bewusstsein, das heißt auf Ebene des Unterbewusstseins oder des Überbewusstseins. Es gibt mehrere Ebenen des Bewusstseins. Das äußere Bewusstsein, auf dem sich die Person befindet. Tiefer ist das Unterbewusstsein oder Überbewusstsein. Und wenn eine Person mehr oder weniger ernsthaft praktiziert, lebt sie immer auf Ebenen, die tiefer sind als das Bewusstsein. Unbewusst sich auf den Referenten konzentrierend, kommen die Zuhörer auf sein Niveau. Wenn der Referent im Unterbewusstsein ist, so haben gewöhnliche Menschen dort einen Traum. Sie haben sich just daran gewöhnt, dass die feinstoffliche Welt gleich Traum bedeutet. Ein gewöhnlicher Mensch, der nicht bereit ist für die Traumwelt, für eine feinstoffliche Welt, fällt in einen Traum. Aber in Wirklichkeit kann man in dieser Welt völlig normal leben. Soweit ich weiß, gibt es ein Energieniveau und Kraft, Qualität. Mit Kraft meine ich den Moment der Energiedrehung. Also kommt heraus, dass man sich an dem ein Beispiel nimmt, der eine stärkere Energie besitzt. Die Stärke der Kraft ist unterschiedlich. Es gibt Menschen mit sehr starker Energie, die jedoch sehr schwer zu kontrollieren ist. Ich sah mit meinen eigenen Augen eine Person, die sich in einem veränderten Bewusstseinszustand befand. Seine körperliche Stärke war enorm, aber dennoch war diese Kraft auf einer vollkommen tierischen Ebene, die nicht in der Lage ist, etwas zu schöpfen. Daher ist die Qualität der Energie, die Vibration, sehr wichtig. Je rauer die Schwingung der Energie ist, desto heftiger ist sie.
Aber aus der Sicht des Einflusses auf die Arbeit des Bewusstseins werden diese Energien sehr unterschiedlich sein. Raue Energie wird auf eine niedere Art Einfluss haben. Eine Person wird primitive Gedanken und Wünsche haben. Mit einer erhöhenden Energie wird eine Person feinstofflicher sein. Andrei, wenn man zurück zur Padmasana geht, ist die Padmasana eine Asana, die mit einer konkreten Person verbunden ist? Was ist der Ursprung der Padmasana? Mir ist so eine Information nie begegnet. Ich denke, dass jene Menschen, die auf zwei Beinen gehen, es gibt Wesen, die Yoga praktizieren und die keine zwei Beine haben. Aber es gibt jene, die auf zwei Beinen gehen, bestimmte Vorschriften einhalten. Das heißt, auf allen Planeten, wo die Wesen zwei Beine haben, verwenden sie die Padmasana als eine der qualitativsten Asanas für die Selbstentwicklung. Aber ich habe in den Quellen keine Beschreibung gesehen. Ein weiterer Punkt über die Padmasana. Die acht Pfade des Ashtanga-Yoga sind, wie wir sagten, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Es gibt bestimmte physiologische Handlungen und dann erst Ebenen des Bewusstseins, auf denen eine Person versucht, sich selbst zu kontrollieren und zur Meditation zu kommen. Die Worte darüber, dass die Padmasana für Meditation notwendig ist, ist ein großes Missverständnis. Sie werden nicht lange sitzen bleiben können, denn physiologisch gesehen sollten die Beine in der Meditation freier sein als in der Padmasana. Die Padmasana aber sollte eben als praktischer Einfluss auf die Energie des menschlichen Körpers verwendet werden. Das heißt, sie als Praxiswerkzeug verwenden, aber nicht als Meditationswerkzeug. Warum sitzen auf den meisten Bildern mit Bodhisattvas, mit Göttern, sie selbst in dieser Position? Mit Ausnahme des Buddha Maitreya, der beide Füße auf der Erde hat, und alle anderen Buddhas sitzen in einer Asana mit gekreuzten Beinen. Die gekreuzten Beine selbst sind ein System der Kontrolle über den Geist. Wenn Sie die Schriften lesen, wird folgender Ausdruck verwendet. Er setzte sich mit gekreuzten Beinen hin und begann zu praktizieren. Andrei, darf ich eine Frage stellen? Warum habe ich weniger Effekt von Yoga in der Natur als im Gebäude? Weil sich in unserem Yoga-Studio Menschen versammeln, die seit mehreren Jahren zusammen praktizieren. Und die gemeinsame Energie ist schon so. Das heißt, jeder Ort, an dem das Ereignis stattfindet, ist bedingt. Es gibt Studios mit einer schönen Renovierung, wo viel Geld investiert wurde, aber wo es unmöglich ist, Yoga zu praktizieren. Natürlich wird dort praktiziert, aber ein energetisches Resultat kann dort nicht erreicht werden, weil auch sehr viel davon abhängt, wer in diesen Raum Geld investiert hat. Der Punkt ist, dass von dem Yoga-Raum und vom Publikum es abhängt, welches Ergebnis erzielt wird. Андрей, heute kam mir eine rein praktische Frage. Wie lange muss man in einer Asana verweilen? Nehmen wir an, du gehst in die Paschimottanasana, lehnst dich nach vorne zu den Beinen, der Körper beugt sich. Du sitzt, sagen wir, 30 Minuten, nur Unannehmlichkeit. Die nächsten 30 Minuten, da ist so eine Vibration, als ob sich da etwas bewegt. In den nächsten 30 Minuten sollte es nach und nach vergehen. Und wenn du mehr oder weniger gut vorbereitet bist, wirst du sehr unterschiedliche Eindrücke empfinden. Die Paschimottanasana zeigt den Zustand von der Apanavayu einer Person.
Jemand hat mir erzählt, dass es in einer Stadt solch eine Prüfung für Yogalehrer gab. Um die Paschimottanasana zu bestehen, war es notwendig, 2 Stunden darin zu sitzen. Dies war die Voraussetzung, um zu bestehen. Entweder bestanden oder nicht bestanden. Пройдешь или не пройдешь, сидишь, хорошо, прошел, не сидишь, значит, не прошел. Поэтому здесь главное понять, для чего... Wenn du den Energiestrom in einer bestimmten Asana ändern willst, praktiziere so. Wenn wir in der Yogaschule praktizieren, beeinflussen wir den Körper ganzheitlich. Wir behandeln alle Gelenke, zumindest versuchen wir, Asanas für die ganzheitliche Entwicklung des Körpers zu geben. Asanas wurden früher verwendet, um die Gelenke zu lockern, sich in die Padmasana zu setzen und in ihr angenehm zu verweilen. Und nicht um 2 Stunden in der Paschimottanasana zu sitzen, um die Prüfung zu bestehen, den Lappen zu erhalten und jemandem Yoga zu unterrichten. Vielen Dank, Freunde. Ich hoffe, dass Sie Yoga praktizieren werden können, der Padmasana bewusster begegnen werden und womöglich mithilfe dieser Asana in der Lage sein werden, an jenen Energien zu arbeiten, die in regelmäßigen Abständen zu Ihnen kommen und versuchen, sie zu kontrollieren.